Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich keine Tasse Kaffee in der Hand. Ja, denn heute geht es um meinen D-Bot T9. Wir wollen heute zusammen den D-Bot T9 oder wie er bei mir heißt, Kevin allein zu Hause. Also er ist Kevin. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da Kevin 2.0 steht. Das ist nämlich schon der zweite. Nachdem ich ja mal so einen anderen Roboter hatte, habe ich ja diesen hier. Das ist ein D-Bot T9 Plus, ein schönes Gerät. Und das möchte ich gerne in Home Assistant einbinden und ich möchte auch die Karte von in Home Assistant haben und das werden wir heute gemeinsam machen, in der Hoffnung, dass der dann hier ja kontrollierbar ist. Schauen wir mal. Auf der Weboberfläche angekommen, machen wir es heute kurz und knackig. Ich brauche dazu das Hex, denn diese Integration für so ein D-Bot findet ihr nicht ohne weiteres. Gehen wir hier mal rein. Und dann tippen wir hier mal ein und suchen mal nach D-Bot. So, und da habe ich auch schon einen. Jetzt gibt es hier zwei. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Da ist ein Logo dran. Und sage Download zu Hex. Okay, Version 2 ist auch in Ordnung. Und herunterladen. So, jetzt müssen wir noch einmal neu starten, damit er das macht. Gut, können wir dann gleich tun. Machen wir das auch. Einstellungen. Das ist etwas übrigens noch so ein kleines Side Note. Das ist die neue Version, die kommt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Nein, das war falsch. Hier Konfiguration prüfen. Denn diese neue Version sieht doch ja ein bisschen anders aus. Und hat er das gemacht, können wir mal in die Integration gucken. Und hier ist D-Bot for Home Assistant. Perfekt. Und wenn wir gleich hier schon sind, machen wir als nächstes noch das Frontend. Das nervt mich hier. So, und da holen wir uns gleich noch in dem Hex die Vacuum Card dazu. Da ist er. Denn diese Vacuum Card hat den großen Vorteil, dass wir ja ein paar schöne Sachen schon mit dabei haben zur Steuerung von so einem Staubsaugerroboter. Also nehmen wir die auch gleich. Download. Und guck mal, die neueste Version ist es. Herunterladen. Okay, einmal neu laden und schon ist die Vacuum Card auch aktiv. Als nächstes müssen wir natürlich jetzt, nachdem wir jetzt die Integration hier gemacht haben mit dem D-Bot for Home Assistant, müssen wir das Gerät natürlich auch bei uns hier reinbringen. Da gehen wir hier durch die Device and Services. Ja, er hat viel entdeckt, das kann er auch gerne tun. Und wir sagen Integration hinzufügen und hier suchen wir mal nach D-Bot. Und da ist er nämlich schon. Recommanded. Ich habe keine Ahnung, was Bumper ist. Müsste ich mich mal mit beschäftigen. Ich muss sagen, dass die UI nicht gerade gut gerade ist, weil ich sehe kaum die Knöpfe. So, hier müssen wir unsere E-Mail-Adresse eintragen. Und natürlich auch unser Passwort, unser Land. Machen wir mal DE. Und damit wir wissen, was wir hier eingeben müssen, habe ich das hier mal aufgemacht. Und das ist sozusagen, das verlinke ich euch unten, das ist von diesem Plugin. Und hier steht, a list can be found here von countries. Gucken wir mal, das ist dann also zwei Buchstaben. Das wird bei uns dann also DE sein. Sollen wir mal gucken. Wer es zuerst findet, darf es behalten. Da ist es. DE für Germany. Und Continent Code. Genau. Is not working. Okay, dann soll man WW nehmen. Also ich probiere mal EU aus. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Also DE und wir machen hier EU absenden. Okay, er hat ihn gefunden. Er nennt ihn Kevin 2.0. Yep, das passt, das ist mein Roboter. So, dann kann ich ihm noch ein paar... Hier steht auch wunderbar da, D-Bot T9 von Ecovax. Ja, T9 Plus, weil er hat ja diese Absaugstation. Und ich weiß, dass er in der Küche steht. Wo ist hier das fertig? Da. Und dann ist alles da. Wir können mal hier reingucken. 16 Entitäten. Ugh, ja, es gibt eine ganze Menge, wie es aussieht. Das sieht doch sehr, ja, sehr toll aus. Jetzt können wir mal hier in die Entwicklungswerkzeuge gucken und können uns mal
die Entitäten filtern nach Kevin. So, jetzt habe ich den natürlich schon öfter hier drinne. Kevin. So, Zustand unknown. Jetzt sollte ich wahrscheinlich mal den kleinen Roboter auf die Ladestation stellen und wieder einschalten, damit er uns hier Daten liefert. Hier ist noch eine alte Entität, hier ist die neue Entität. Das sieht also gar nicht mal so verkehrt aus. Aber ich stelle ihn mal schnell auf die Ladestation und dann müssten wir jetzt hier Daten bekommen. So, und das sieht doch ganz gut aus. Er scheint jetzt die Daten hier zu haben. Das ist super. Genau das wollte ich ja wissen. Oh ja, hat eine ganze Menge Daten. Fanspeeds. Das ist doch ganz schick. Batterie ist gerade am Laden. Und Zustand ist docked. Perfekt. Dann gehen wir auf die Oberseite, die Oberfläche hier und machen uns eine Vacuum Card dazu. Karte hinzufügen. Und wir hatten irgendwo die Vacuum Card. Da ist sie. Er findet sie auch schon. Das ist perfekt. Als Kamera will er irgendwie nicht das Richtige haben. Speichern wir erstmal ab. Da ist erstmal das Ganze da. Gut, wenn er die Kamera gerade nicht möchte, werde ich ihn einfach mal ganz kurz nochmal neu starten. Und dann müssen wir nochmal was anderes nachgucken. Mir ist gerade was eingefallen. Vielleicht ist es einfach nur nicht aktiviert. Schauen wir mal hier nochmal in die Entitäten. Okay. Zack. Alle ausgewählten aktivieren. Ja, okay. Dann ist natürlich kein Wunder. Dann kriege ich auch die Daten nicht. Und dann müsste ich jetzt, wenn ich die Karte hier bearbeite, auch die... Nein, ich kriege die Kamera immer noch nicht. Warum kriege ich die Kamera nicht? Ich habe doch die Kamera eben aktiviert. Schauen wir mal in die Entwicklerwart-Werkzeuge rein. Ja, sieht eigentlich gut aus. Er hat auch überall Daten gekriegt. Gut, dass die da unavailable ist, weiß ich. Das sieht eigentlich gut aus, aber warum kommt diese Kamera hier nicht rein? Jetzt ist er da. Ah, okay. So, ja, und jetzt habt ihr auch mal einen Blick auf meinen Grundriss von der Wohnung. Genauso wollte ich das ja haben. Jetzt kann man das speichern. So, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte der Roboter unten losfahren. Damit kann man ihn orten. Und ihr könnt dann jetzt auch, und das kann ich euch auch mal zeigen, aber das ist halt schon ein bisschen advanced, möchte ich jetzt mal behaupten. Ihr könnt dann auch hier ein bisschen mehr noch machen. Ihr könnt zum Beispiel die Räume euch hier reinjagen lassen in dieses Ganze. Dazu müsst ihr aber natürlich ein paar Sachen wissen. Ihr müsst unter anderem hier noch die Konfiguration machen, wie ihr euch das vorstellt, welcher Raum und so weiter. Das muss alles in die Konfigurations-YAML. Die Räume haben generell Nummern, so wie sie halt bei euch auch vergeben werden auf der App. Und ihr müsst natürlich auch wissen dann, welche Nummer welches Räumchen ist. Und dann könnt ihr diese Vacuum-Card hier nochmal ein bisschen aufmotzen. Das heißt, ihr könnt noch ein paar Daten mehr mit eintragen. Unter anderem könnt ihr euch dann noch Statusdaten dazu geben lassen. Da gibt es dann eine ganze Menge und dann steht dann hier, wie man dann unten drunter noch das drunter hängt, dass man dann dort die einzelnen Daten hat. Und dann könnt ihr euch sowas hier generieren und könnt dann im Prinzip auch ja definieren, welche Räume er wie putzen soll. Und dann geht's los. Wir werden noch mal gucken, ob wir hier in dem Simple noch was drin haben, was ich vielleicht haben würde wollen. Oh, das ist eigentlich auch nicht verkehrt, hier unten noch diese Filterdaten zu haben. Dann machen wir das dann noch mal. Gehen wir mal hier auf das Bearbeiten. Zeige Toolbar. Ja, macht er. Aber ich kann hier unten drunter Hinweis, die festgelegten Statistiken nur im Code-Editor möglich. Gut, dann müssen wir das natürlich im Code-Editor machen. So, dann übertrage ich mal ein paar Sachen.
Unter anderem Compact View mache ich mal auf False. Und dann mache ich mal noch die Daten, die da drunter sind, machen wir mit hier rein. So, jetzt muss man natürlich wieder wissen, wie heißen diese ganzen kleinen Sachen. Und das ist natürlich, haben wir da leider keine Code-Komplettierung, das ist schade. Aber das ist auch nicht so das Problem, denn ich zeige euch das mal hier. Ihr könnt ja in eure Integration gehen, könnt hier auf euren Roboter gehen und hier habt ihr ja die ganzen Namen für die ganzen einzelnen Punkte. Und die werde ich jetzt hier einfach mal übertragen. Da haben wir einmal die Brush. Gut, das ist, es soll sein, wie viel die schon benutzt sind. Die heißen, bei mir heißt es Lifespan Brush. Das ist aber die Hauptbürste. Also machen wir die doch hier. Das ist Lifespan Brush. Das ist die Hauptbürste. Steht ja da. Und dann habe ich auch noch eine Side Brush, also Lifespan Side Brush habe ich auch. Das war das hier oben. Heap. Ja, keine Ahnung. Dann nehmen wir Heap raus. Dann haben wir hier unten drunter noch, wenn er im Reinigungsmodus ist, welchen Bereich er gerade reinigt. Nee, wie viel er gereinigt hat. Aha, okay. Stats Area habe ich tatsächlich auch. Nehmen wir den Sensor hier mit rein. Und wie lange er schon reinigt. Gut, Stats Time habe ich auch. Das kann ich auch hier mit einbauen. Und dann sage ich Speichern. So, und dann habt ihr hier unten drunter gleich noch mehr Informationen. Da könnt ihr euch auch noch mehr reinhängen. So wie ihr dann beliebt. Aber ich würde an eurer Stelle nicht zu viele reinmachen, weil wenn das hier zu viele werden, habt ihr da ein Problem. So, und wenn ich jetzt richtig liege, machen wir das mal weg, müsste ich jetzt damit diesen Roboter starten können. Beginn der So, und damit fährt Kevin jetzt schon seine Runde und macht da unten sauber. Und während er das tut, möchte ich euch mal noch etwas zeigen. Und zwar, ihr habt ja gesehen, es gibt diese Möglichkeit, diese Räume zu reinigen. Und da ist es natürlich recht interessant, woher wisst ihr das? Die Räume bekommen Nummern. Ihr könnt hier auf diese Vacuum Card klicken und könnt mal hier unter Attribute gehen. Und hier seht ihr das, wie die Nummern für die Räume sind. Und ihr seht, eine 1 habe ich nicht. Ich habe eine 0 für Kittchen. Das weiß ich, dass das zufällig dieser Raum ist. Korridor ist 3. Okay, also das wird dieser Bereich hier sein. Dann haben wir ein Living Room. Das ist also das Wohnzimmer. Das wird das hier sein. Default, das weiß ich, das ist diese Treppe. Dem habe ich nämlich keine Zuordnung gegeben. Ihr könnt ja in der App einstellen, was es sein soll. Und Bathroom ist klar. Das ist dann mein Bad. Und dementsprechend sind die Zahlen. So, solltet ihr jetzt aber zum Beispiel, euer Wohnzimmer in mehreren Teilen haben und habt ihm alle dieses Wohnzimmer-Symbol gegeben, was ihr in der App einstellen könnt, dann heißen die hier alle Living Room und zwar mit mehreren IDs. Dann müsst ihr gucken, welchen Bereich er mit welcher ID auch reinigen wird. Und so könnt ihr dann natürlich auch eure Card hier einstellen, dass sie unten diese einzelnen Bereiche reinigt. Und zwar müssen das tatsächlich dann diese Nummern nachher hier rauskommen. Euch wird es nicht viel bringen, wenn ihr mehrere dieser einzelnen Bereiche habt, dass das dann entsprechend zugeordnet wird. Und das ist auch das, was dieses Template-Makro auf der Webseite von der Vacuum Card mit diesen Skripten eigentlich macht. Sie sucht nach diesen Namen und daraus resultierend macht sie die Reinigung. Das ist ein bisschen komplexer, das müsst ihr dann ein bisschen für euch entsprechend anpassen. Denn wie gesagt, wenn ihr mehrere Bereiche habt, ich sag mal, ja, es gibt ja auch Wohnungen, die haben 2 Bäder. Ja,
Solchen Luxus gibt es. Ja, die haben dann da zweimal Bathroom drin stehen. Welcher Bereich es dann ist, ja, das kann man dann nur durch Probieren herausfinden, in welchen er fährt. Wenn man ihm dann sagt, bereinige mal den Bereich, dann wisst ihr auch, welche ID welche ist. Das ist immer alles so ein bisschen so probieren und machen und tun. Aber ich glaube, so generell seid ihr jetzt auf dem Stand, dass man sagen kann, das funktioniert. Also jeder, der jetzt einen D-Bot T9 Plus in meinem Fall zum Beispiel benutzen will oder überhaupt D-Bot-Geräte, also ich glaube, alle D-Bot-Geräte funktionieren da drin, hat eigentlich hiermit den richtigen Wurf, um das auf die Oberfläche mit zu integrieren und den Roboter auch entsprechend zu steuern. Was natürlich eine tolle Sache ist. Das Einzige, was mich jetzt gerade stört, er aktualisiert gerade meine Karte nicht. Aber das liegt einfach jetzt da dran, ne? Da ich ihn für das Video einmal gestoppt hatte und ihn dann sozusagen in den normalen Reinigungsmodus hinterlassen habe. Warum er jetzt aber nicht das aktualisiert, da muss ich dann mal gucken. Denn für mich wäre ja eigentlich wichtig, dass er natürlich auch permanent die Daten abruft. Kann natürlich aber auch sein, er hat jetzt einfach hier die Daten immer noch nicht aus der Cloud gezogen, was ich mir zwar nicht erklärt. Aber ihr müsst halt immer auch daran denken, er zieht es eben aus der Cloud und dann irgendwann kommt dann eben der Moment, wo er das tut. Er hat zumindest eine Position aktualisiert, aber ich weiß nicht, warum er da nicht reinigt. Also ich sehe hier diese ganzen Striche nicht. Das kriegt man ja eigentlich auch. Aber vielleicht aktualisiert er auch die Karte einfach noch nicht. Das soll es dann heute wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.